Denn natürlich müssen wir die Frage, wie wir nun Volksentscheidung oder Volksgesetzgebung institutionell einrichten, irgendwie immer vor dem Hintergrund der Beantwortung der Frage verstehen, warum wir es denn eigentlich tun. Und da möchte ich dann doch nochmal an die Diskussion von vorhin anknüpfend sagen und vielleicht auch Herrn Deckert etwas beispringend, dass man natürlich schon die Frage stellen kann, das ist kein Argument gegen Volksgesetzgebung, ich habe erstmal nicht kategorial was gegen die Einführung von Volksgesetzgebung, dass man sich natürlich schon die Frage stellen muss, erst einmal, was ist eigentlich das existenzielle Problem des politischen Systems in der Bundesrepublik, das eine solche tiefgreifende Reform verlangt. Und da würde ich in der Tat sagen, dass die auch aus dem Publikum kommenden kritischen Bekundungen und auch die Äußerung von Ihnen mit Blick auf den Status quo, den wir heute haben, zu sagen, wir leben irgendwie in einem System, in dem sozusagen nicht mehr die Mehrheit regiert, mir nicht plausibel erscheint. Das muss ich ganz klar sagen. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, die es im Prinzip erstmal doch allen möglich macht, sich zu beteiligen. Wir leben in einem Parteiensystem, das soziale Durchlässigkeit erlaubt. Nicht? Also wir können das auch in den Biografien unserer Regierungschefs zum Beispiel beobachten, wie sie einen sehr, sehr weiten auch sozialen Weg gegangen sind an die Spitze des Staates durch Parteien. Wir leben in einem System, das doch immer noch relativ reaktionsoffen ist. Und mir ist immer nicht ganz klar, wo eigentlich das demokratische Ideal herkommt, an dem dann eigentlich die Funktionsfähigkeit unseres Systems hier gemessen werden soll. Es kommt sicherlich nicht aus vergleichender Empirie, denn so viele Republik, die jetzt irgendwie mir bedeutend demokratischer oder inklusiver vorkämen, sehe ich nicht. Es kommt vielleicht auch irgendwie dann einfach an einer Form von Romantisierung der Volksherrschaft, letztlich als Abwesenheit von Herrschaft, die eher zur schlechteren Tradition des deutschen politischen Theorie gehören und die ich eigentlich für fatal halte und letztlich wahrscheinlich sogar für undemokratisch, weil sie gar nicht sieht, dass im Prinzip die Realität des Kompromissbildung, auch das durchaus mal im Hinterzimmer abspielende, des Parteien geschaffen, das man so abwertend gesagt hat, natürlich irgendwie auch Ermöglichungsbedingungen dafür darstellen, dass so etwas wie demokratische Inklusion stattfindet. Also hier wittere ich ein massives Problem in der Wahrnehmung dessen, was Demokratie kann und wie Demokratie funktioniert, dass ich doch mal ganz offen ansprechen würde, dass ich doch etwas besorgniserregend finde. Wer glaubt, dass wir hier in undemokratischen Zuständen leben, muss man so deutlich zu sagen, weiß nicht, was für demokratische Zustände sind. Anders kann man das, glaube ich, nicht formulieren und das liegt mir doch in der Form auf dem Herzen, nochmal im Namen zu begehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man nicht Reformen machen kann, das bedeutet nicht, dass die Dinge sich auch ändern sollten und dass man immer daran arbeitet, auch das politische System zu verbessern, aber es bedeutet natürlich in der Tat schon, dass man sehen muss, was man damit auch sagen, an der Gesamttektonik verschiebt und wo man auch sozusagen den Preis dafür zahlt. Ich möchte das auch nochmal ganz kurz vielleicht, also nicht ganz sofort damit aufhören mit dem Gedanken, sondern vielleicht auch nochmal zwei Aspekte hinzufügen mit Blick darauf, dass wir in der Diskussion, die wir in den letzten zwei Jahren geführt haben, in Hinsicht auf Bürgerbewegungen, etwa Stuttgart 21 oder auch die Diskussion über die Hamburger Schulreform, natürlich vielleicht auch eine Beobachtung machen können, die auch durchaus, glaube ich, in der empirischen Sozialforschung bestätigt wird, nämlich die, dass andere Partizipationsformen als demokratische Wahlen, die durch ein Parteiensystem vermittelt werden, durchaus nicht inklusiver sind als demokratische Wahlen, also durchaus nicht mehr Leute mitnehmen, sondern eine bestimmte Zahl von Leuten. Und wenn ich sagen, die Forschung, die ich mir dazu angeguckt habe, und ich bin nun Jurist, ich rede ja in gewisser Weise auch von Dingen, von denen ich nichts verstehe, aber lesen kann ich das vielleicht doch noch, wenn ich die richtig deute, dann würde ich sagen, die meisten Leute, die sich in Bürgerbewegungen, auch in Plebisziten in solchen Formen engagieren, ich will das jetzt mal gleichsetzen, das ist nicht ganz gut, dass wir gleichsetzen, ich schere das jetzt mal an meinen Kampf für den Augenblick, die gehen auch zur Wahl. Während die Leute, die zur Wahl gehen, ein großer Teil der Leute, die zur Wahl gehen, nicht auch dieses Engagement haben. Und das bedeutet in der Tat, dass wir so etwas haben wie eine Sozialauswahl. Und ich darf in der Friedrich-Ebert-Stiftung vielleicht auch nochmal daran erinnern, dass es eine Sozialauswahl ist, die in gewisser Weise privilegiert. Und das war doch bei Stuttgart 21 ebenso deutlich am Ende dann zu sehen, als dann mal ein formalisiertes Verfahren am Ende stand, wie es glaube ich auch in Hamburg der Eindruck war, dass hier natürlich bestimmte bürgerliche letztlich im Schichten keine Lust darauf hatten, dass ihre Kinder 6 Jahre lang mit allen anderen Kindern zusammengeworfen werden und das, ob sie ihren Kindern damit gefallen wird, ist eine ganz andere Frage, aber jedenfalls, wie hier sagen, mit dem Pathos der inklusiven Massenbeteiligung, das da vielleicht nicht wirklich beschreiben können. Da liegt doch vielleicht in kleiner Kategorie vor. Und darüber sollte man dann nochmal nachdenken.
dazu gehört zweitens natürlich auch, dass man, und das ist ja hier auch sehr differenziert schon im ersten Panel von allen Beteiligten getan, dass man natürlich auch nochmal klar sagen muss, dass der Begriff der direkten Demokratie irreführend ist, weil Demokratie immer ein Akt der Vermittlung darstellt. Und einen Akt der Vermittlung, der in Verfahren auch gerade erst einmal das konstituiert, worauf es sich dann paradoxerweise beruft, nämlich das Volk. Wir haben kein Volk. Wir haben gefühlte und Minderheiten, gefühlte Mehrheiten und wir haben ein Aggregat von Bürgerinnen und Bürgern, die sich politisch engagieren wollen und Verfahren dienen dazu, dieses Engagement und diese Mitentscheidungsbefugnis egalitär auszugestalten. Und wenn diese egalitäre Ausgestaltung da ist, dann können wir von so etwas reden wie einem, mal ganz akademisch gesprochen, Legitimationssubjekt, und das können wir dann Volk nennen, aber das ist nicht einfach da. Nicht? Minderheiten können mobilisieren, Minderheiten können auf die Straße gehen, sollen sie auch, nichts dagegen, aber wir können sozusagen diese Formulierung nicht mit dem Volk identifizieren. Wir können im Prinzip nur sagen, egalitäre Verfahren, die möglichst viele Leute mitnehmen, gestatten es uns einen Augenblick darüber, sagen, eine Augenblicksaussage darüber zu treffen, wer hier demokratische Legitimation beanspruchen kann und wer nicht. Und diese Augenblicksaussage wollen wir auch nicht irgendwie perpetuieren, die wird auch nicht schlechter dadurch, dass sie nur alle 4 Jahre stattfindet, sondern sie ist im Grunde Teil einer von den Bürgerinnen und Bürgern zu verantwortenden Willensbildung. Es ist ihre Verantwortung, wenn sie wählen. Ihre Verantwortung, wenn sie wählen. Diese Verantwortung, zu dieser Verantwortung gehört auch, dass die Gewählten dann in gewisser Weise einen bestimmten Zeitraum kriegen, mit diesem Mandat etwas zu tun. Nicht? Also die Perpetuierung der Wahl kann kein demokratisches Ideal sein. Dazu gehört der letzte Satz auch in diesem Punkt, natürlich, dass man immer eine demokratische Institution haben muss, die permanent da ist, und das ist das Parlament in unserem System. Das heißt, eine, die im Prinzip alle politischen Fragen, die so auftreten, in einem Verfahren, unabhängig davon, ob eine Initiative geschieht, in irgendeiner Weise legislativ behandeln muss. Und hier, denke ich, ist, und damit höre ich dann auch bald schon mit dem negativen Teil auf, ich würde auch etwas konstruktive Sachen sagen, aber hier ist, glaube ich, das große Institutionen- oder demokratietheoretische Problem von Plebisziten, von Gesetzgebung jedenfalls, von Volksgesetzgebung, das natürlich darin besteht, dass wir im Prinzip einen notwendigerweise permanenten demokratischen Prozess, und den brauchen wir. Wir brauchen im Prinzip immer einen Ort, an dem permanent referiert wird. Wir können nicht darauf warten, dass eine Initiative kommt, die eine Institution errichtet, wir brauchen die eine Institution, die Gesetzgebung legitimerweise macht, dass diesem permanenten Prozess sozusagen ein Augenblicksprozess entgegengesetzt wird, der sich auf bestimmte Themen fokussiert, der damit aber das nicht garantieren kann, was demokratische Institutionen wie Parlament und auch Kabinett können, nämlich die eine Sachfrage in einen Zusammenhang mit anderen Sachfragen bringt. Und das ist auch Teil eines wichtigen demokratischen Prozesses, zu sagen, klar, wir treffen jetzt eine ökologische Entscheidung, aber diese ökologische Entscheidung hat ökonomische Kontexte. Wir stellen jetzt eine außenpolitische Entscheidung und diese außenpolitische Entscheidung hat einen finanzpolitischen Hintergrund. Und wir müssen im Prinzip in dem Augenblick, wo wir als Institution eine solche Entscheidung treffen, auch diese Kontexte kennen und in vergleichbaren Formen zum Ausdruck bringen. Das ist kein Totschlagsargument gegen Volksgesetzgebung, aber es zeigt natürlich schon, dass Volksgesetzgebung auch immer etwas, ein Verfahren ist, das in gewisser Weise diejenigen, die sich an ihr beteiligen, prozedural privilegiert. Und diese Privilegierung ist durchaus ein demokratietheoretisches Problem und deswegen kann Volksgesetzgebung, kann man auch mal den Punkt machen, dass Volksgesetzgebung weniger demokratisch ist als parlamentarische Gesetzgebung, weil sie im Grunde durch eine Mobilisierung, die nicht egalitär funktioniert, Medienmacht und solche Dinge, zack, ein Problem löst, ohne dieses Problem in Zusammenhang anderer Probleme zu stellen, die dann noch parlamentarisch entschieden werden.